Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das schwarz-gelbe Leistungsschutzrecht muss weg. Dieser Satz kommt nicht von mir, könnte er zwar auch, aber vom ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Und der Mann hatte zwar nicht immer recht, aber hier in dieser Frage schon. Das Leistungsschutzrecht für Presseverlage ist ein so haarsträubender und kontraproduktiver Blödsinn, dass es besser gestern als heute abgeschafft gehört. Nichts, was die Union und vor allem die Großverlage von dem Leistungsschutzrecht sich versprochen haben, ist eingetreten. Es floss kein Geld, kein Cent und schon gar nicht an die Urheberinnen und Urheber. Stattdessen haben die Verlage unter dem Druck der schwindenden Klickzahlen ausgerechnet Google eine Art Gratislizenz erteilt und damit das Leistungsschutzrecht endgültig ad absurdum geführt. Gleichzeitig streitet sich die Verwertungsgesellschaft VG Media mit Google vor Gericht und andere kleinere Aggregatoren wie River haben ihren Dienst vorsichtshalber schon mal stark eingeschränkt. Und aus der IT-Wirtschaft hört man, dass Unternehmen in Deutschland wegen der unsicheren Rechtslage keine neuen Ideen für Content-Verwertung austesten wollen. Ein Hang zur Besserwisserei liegt mir ja völlig fern. Aber es ist schon unglaublich, alles, aber wirklich auch alles, wovor wir bei der Einführung gewarnt haben, ist wahr geworden. Innovationsbremse, Rechtsunsicherheiten und eine Stärkung der großen Anbieter zulasten der kleinen. Das Leistungsschutzrecht schafft das Gegenteil vom Versprochenen, und diesen gesetzgeberischen Bumerang wollen Sie ernsthaft beibehalten. Jetzt kommen Sie wieder von Seiten der Koalition mit dem Argument, dass wir die Evaluation ja abwarten sollen. Herr Dörrmann hat es ja eben auch gesagt. Ich bin wirklich kein ungeduldiger Mensch, aber auf die Evaluation warten wir jetzt schon anderthalb Jahre vergebens. Und seien wir doch mal ehrlich, evaluieren ist doch nichts anderes als ein Euphemismus für großkoalitionäres Aussitzen. Was genau soll denn überhaupt evaluiert werden? Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Wenn etwas nichts nützt, sondern nur schadet, dann braucht man es einfach nicht. Und das sagt einem doch der gesunde Menschenverstand. Und falls der bei Ihnen nichts gilt, was ja einiges erklären würde, dann überzeugen die Experten Sie ja vielleicht. Sowohl in einem Fachgespräch des Ausschusses Digitale Agenda als auch in der Anhörung zu unserem Gesetzentwurf im Rechtsausschuss wurde von der deutlichen Mehrheit der Experten die Abschaffung des Gesetzes gefordert. Und nebenbei auch von Sachverständigen der Koalition. Und von den unzähligen kritischen Stellungnahmen im Vorfeld des Gesetzes mal ganz abgesehen. Ich fasse also zusammen. Die Fakten sprechen gegen das Leistungsschutzrecht. Der Menschenverstand tut es, die Experten tun es, im Übrigen auch der Bundesrat, das können Sie in der Entschließung des Bundesrates gerne nachlesen. Wir wollen es nicht, die Verlage nutzen es nicht, also korrigieren Sie einen großen Fehler und schaffen Sie dieses Unglück endlich ab. Und ich wende mich auch direkt an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Heute müssen Sie Flagge zeigen. In der vergangenen Legislaturperiode waren Sie noch sehr geschlossen gegen das Leistungsschutzrecht. Und nun, es hat sich nichts an den Tatsachen geändert. Und es braucht keinen Propheten, um zu wissen, dass Sie auch heute leider nicht das Richtige tun werden. Mit dem Verweis auf den Koalitionsvertrag und die Evaluation akzeptieren Sie das Leistungsschutzrecht. Wie übrigens auch die Vorratsdatenspeicherung. Da sagen Sie vorher das eine und machen dann doch das andere. Wie fühlt sich das eigentlich an, der netzpolitische Dackel der Union zu sein? Ich präsentiere Ihnen ein allerletztes Argument gegen das Leistungsschutzrecht. Heute Morgen haben wir hier in diesem Haus passenderweise über den Bürokratieabbau diskutiert. Ich denke, der gesamte Prozess rund um Snippets, Verwertungsgesellschaften, Anhörungen, rechtliche Unklarheiten, Klagen und Gegenklagen hat gezeigt, stimmen Sie heute unserem Gesetzentwurf zu und sorgen Sie für etwas weniger Bürokratie und Wahnsinn in diesem Land. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.